Dedelec Entertainment presents The Night of the Rabbit. Und damit seid gegrüßt in meinem Netztest The Night of the Rabbit, die Demo-Version. Ja, heute im Netztest. Wir testen mal das Spiel an. Ja, neues Spiel starten. Wir spielen uns mal durch die Demo. So sieht's aus. Ein weiteres Spiel von Dedelec. Ja, großartig. Auf geht's. Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Das ist unser Anfang. An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein! Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun. Bald, mein Schatz, doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft. Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. The Night of the Rabbit. Story Matt Kempke, Sebastian Kempke und die anderen. Ja, ein dichterisches Beginnen, ein dichterischer Anfang von dieser Demo-Version, von diesem Netztest. Matt Kempke. Oder Matt Kempke. Jerry! Jerry! Ja? Ja? Aufstehen, du Schlafmütze! Oh nein, die Schule! Ich komme noch zu spät! Schau doch, wie schön die Sonne draußen scheint! Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen? Doch. Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Haben wir nur 3 Tage. Nur 2 Tage. Geht die Schule wieder los? Wir haben nur 2 Tage Sommerferien. Das ist ja brutal. Noch 2 Tage Abenteuer. Das auch. Gut, und schlafen. Jeden Morgen beginnt Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Na, Frühsport, wow, alles klar. Was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Die haben Krähen? Gestern im Vollsucht noch ein bisschen gefeiert. Sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit.
Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Ach nein, das ist jetzt komm. Wow, wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Nein. Schlauberger. Ich bin gespannt, ich höre es mir an. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Unbedingt. Na dann. Brav. Fein gemacht. Kinderspiel. Und so können Sie alles angehen. Ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur ansehen. Ach, das Tutorial sozusagen. Alles ein Klick. Aha. Ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Ja, in Ätna bricht aus, kann man ja auch mit anderen reden. Das finde ich ja sowieso super. Ich möchte meine Mutter grüßen. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Er hat recht. Nicht schlecht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Wenn das nur ein Klick ist. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Wendung fit und froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Großartig. Immer schön angucken. Alles nur mit einem Klick. Ein Luxus. Suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden. Na dann los. Ich darf angucken. Na dann sammeln wir ihn ein. Gut so. Das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Aha. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Na, da verstehe ich doch das Mausrad. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Ja, das Mausrad ist doch viel besser. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Okay, das kriege ich hin. Hübscher Korb. Hey, jo. Das Angucken mit der nicht rechten schlecht. Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Ich sag das bereits. Jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Jo. Ups. Der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links den Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Allerdings. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Kombinieren. Nutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Jetzt kombinieren wir mal wieder alles mit allem. Oder wie? Nennen wir basteln das nun zusammen. Das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und? Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, ja, die man so gemacht hat, wieder reparieren kann. Oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. Ein Luxus. Hat man sogar verschiedene Möglichkeiten. So, kombiniere. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Ja, warum nicht? Wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Okay, benutze Korb mit Mutter. Oh, Jerry, du hast den Korb.
Wow. Ja, und er ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry Schatz. Brombeerkuchen. Oh, einmal Brombeeren. Oh, das ist super. Check. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Na, das finde ich doch spitze. Ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Allerdings. Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Ja. Gut, jetzt können wir hier alles untersuchen. Das Radio, das haben wir schon zu Genüge untersucht. Haustür. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Komm. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Ja. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Docs. Zeitreisende auf 4 Fuß. Das dürfen wir nicht verpassen. Gut, trockene Regentonne. Jetzt so lange nicht mehr geredet. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für ein Sommer. Tja, ziemlich idyllisch. Süß duftende Erdbeeren. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ja. Ich hab noch 2 Tage. Es ist Schule. Ich hab noch 2 Tage bis zur Schule, deshalb. Ja. Nur mit der Ruhe. Ich steck mir eine Karotte für später ein. Soll ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Seltsam. Fußspuren. Soll man es doch die letzten Tage genießen lassen. Hier muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Na dann, verwitterte Statuen. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Leer, ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Gut, sehr schade. Verlassenes Nest. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Ja, vielleicht. Ein gut getarntes Geheimversteck. Verstecken wir uns. Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer, die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Na super. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Nein, das wäre das wirklich. Das wäre schlimm. Was haben wir denn da? Streichhölzer, Knaller und meine Goldmünze. Oh, Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Das ist großartig. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlin-Wolf noch meine Witterung auf. Ja, das wäre wirklich schlecht. Gut, die Goldmünze, die bräuchte ich jetzt gerade in einem anderen Spiel. Jo. Ich nehme einen Krams. Das Inventar können wir so öffnen. Sehr gut. Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Sehr schade. Oh, aber... Ladung defekt. Sprengung. Ja, schade. Tja. Na dann. Haustür aufsprengen. Ladung defekt. Spreng. Tja. Schade. Können wir es wieder ablegen? Ach so, mit dem rechts. Warten.
Okay, den Drachen können wir nicht. Reife rote Johannisbeeren. Und dann die nehmen wir doch glatt mit. Oh, die sehen echt lecker aus. Sind die sauer? Warum oh, das muss doch nichts heißen, das ist doch... Rein. Können doch trotzdem lecker sein. Ach, das Johannisbeeren, das ist... Ja, die sind sauer, aber... Das kann doch auch... Ja, okay. Das hatten wir schon. Schon diese Johannisbeeren. Ich find's lecker. Du sollst die in den Kopf packen. So. Nein, das muss nicht in den Korb. Okay, sollte man nicht Johannisbeeren... Nein, das muss nicht in den Korb. Sollte man nicht Johannisbeeren ernten? Nein, das muss nicht in den Korb. Okay, dann waren es wohl andere Beeren. Interessant. Jabbys Mutter. Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Gute Frage. Heidelbeeren oder wie? Brombeeren, Jerry. Brombeeren. Ach, Brombeeren. Nimm den ja, Brom gut. Und die blauen, mit. Nicht die roten. Die Beeren nicht einfach in die Hosentasche stecken. Oder? Nein. Danke. Brombeeren, da das waren doch die mit blauen, oder? Kann man nicht mehr dazu lernen. Ja. Na dann. Vielleicht gibt's das hier. Bei Frage 10, Frage 10, Frage 10. Oh. Ja, hier sieht's auch ganz interessant aus. Wir erkunden alles. Wie oft ich mir hier weiterhin schon einen Splitter gezogen hab. Au, ja, das ist natürlich nicht so gut. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im Wald nicht verloren gehe. Dann sage ich immer, hey, ich bin schon 12 und den Wald kenne ich wie meine Westentasche. Aber ja, also, abends ist es da drin echt gruselig. Ist schon, ja, also mit... Also mit 12, da kann man schon auf ein Abenteuer aufbrechen, kann man schon Schurkenteams besiegen und kann man schon ein eigenes Abenteuer haben. Kann man schon seine eigenen Pokémon fangen. Sein Müll in die Natur. Umweltverschmutzer. Unglaublich. So was. Das gibt's doch gar nicht. Oh, nein. Inventar Dr. Pep Cola. Aha. Okay. Was gibt's jetzt hier noch Wundervolles zu entdecken? Gruppe kleiner Statuen. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Wurden gestohlen, oder was? Das ist ja skandalös. Mauer. Die Mauer muss weg. Die Eulenmauer. Die führt bis zum großen Baum im Wald. Abreißen die Mauer. Okay, Eicheln hoch oben. Wir können sie nur anschauen. Nichts mitmachen. Kleine liegende Statue. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Na. Der kleine Faulpelz. Na dann, weiter in den Wald hinein. Wie ruhig es hier ist. Als ob die Stadt meilenweit weg wäre. Joa, der Wahnsinn. Ein runder Stein. Wirf. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Ab ins Wasser. Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Tümpel, na komm. Zack. Ich leg den schweren Stein zurück. Aha, ach Mensch, das geht echt in die Arme. Wirf ihn ein paar Meter weit. Ja, ziemlich idyllisch hier. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Hm. Ja, der Geruch in solchen Wäldern ist halt ja natürlich. Ganz natürlich. Ein Pilzkreis, auwei. Da drohen doch die üblen Gestalten uns zu. Hier soll es einmal ja, einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Ein Kreidebruch. Anfassen.
Mit diesen Kreidesteinen kann man echt gut zeichnen. Dann nimm dir einen mit. Großartig. Tümpel, der alte Pfadbaum. Hier soll es einmal einen alten. Okay, das hatten wir. Pilzkreis schon wegen uns an. In meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Ich will lieber keine treffen. Vorsichtig mit den Feen, das ist ja. Das muss nicht immer gut enden. So. Können wir hier weiter? Mauer. Die Eulenmauer. Sie läuft mitten zwischen den Bäumen hindurch. Na, großartig. Können wir da lang? Zu der Eulenmauer. In einem meiner. Okay, ja. Können wir nicht. Müssen Brombeeren sammeln gehen. Tja. Weg zur Waldkreuzung. Okay, Brombeeren habe ich hier noch keine gesehen. Okay, vielleicht hier entlang. Zur Mauer hin. Oh ja, genau. Sehr gut. So, der Stadtrand. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Oh. Nee, aber im Ernst. Mein Freund Seit Sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule, nur noch 2 Tage oh, Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Naja, noch 2 Tage Abenteuer. Es war wirklich immer traurig, wieder in die Schule zu müssen nach den Sommerferien. Tja, große Statue mit Eicheln. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Tja, vielleicht liegt es daran, wie gerade dein Zustand so ist, mein Lieber. Eine kleine Hasenstatue. Sie sieht so zufrieden aus. Oh, dorniger Busch. Da gibt es doch... Dieses stachelige Gebüsch scheint zu glauben, mich von den saftigen Brombeeren da hinten fernhalten zu können. Jemand sollte ihm eine Lektion erteilen. Autsch! Diese Runde geht an dich, dorniger Busch. Tja, an die Brombeeren kommen wir nicht dran, oder? Da hinten gibt es noch eine ganze Menge Brombeeren. Aber dieses dornige Gebüsch ist im Weg. Tja, da müssen wir wohl hier mal ein bisschen was anstellen. Vielleicht können wir hier... Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Stimmt auch wieder. Spreng es in die Luft. Dafür ist mir mein letztes Streichholz. Ja gut. Hier, zack. Ladung kaum. Sprengung unmöglich. Allerdings. Gut. Krümeliger Kalkstein. Da kritzel ich besser nicht rum. Hast recht. Tja. Gut, na dann. Tja. Kopfkratz. Da weiß ich auch nichts mehr. Bonussammlung. Hörbuchsticker. Anjas Krabbelkäfer Kinderkrippe. Ein Quartett. Aha, 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 aha. Mooswald-Chroniken. Hören wir uns jetzt das Hörbuch an oder was? Na, das will ich jetzt nicht. Weiterspielen. Tagebuch, Hauptmenü. Ja.
Tram, da kann ich durch den Nebel führen. Ein dröhnender Busch blockiert den Weg. Ja, ich habe keine Idee. Ja, das wäre das Hauptmenü. Ja, speichern. Na dann, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr seid. Und ja, man sieht sich im nächsten Video auf meinem Kanal. In einem nächsten Netztest. Ja, wann das kommt, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, es kommen auf jeden Fall viele neue Let's Playouts und andere Videos auf meinem Kanal online. Schaut da mal rein. Ja, das war Let's Test The White, The Night of the Rabbit. Schon zu weit gedacht. Die Demo-Version. Ja, fand ich doch ganz hübsch. Nicht schlecht. Gefällt mir. Vielleicht irgendwann als Vollversion. Kann ich mir durchaus vorstellen. Bis dahin, aber ja, erstmal. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag und haut rein. Man sieht sich. Hört sich. Ja. Und so weiter. Bis dahin.